Weiter geht's mit Stellaris und der Schlacht um Spicer. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie es bei uns weitergeht. Und vielen Dank für eure vielen Kommentare. Und natürlich auch vielen Dank an unsere Militärberater. Und das mit den Dimensionsankern hatte ich mir auch schon so vorgestellt. Die Dimensionsanker, das hatten unsere Militärberater geschrieben, das sind die hier. Die müssen wir alle zuerst zerstören, bevor wir diesen Riss hier zerstören können. Und ich muss sagen, ich finde es tatsächlich sehr gut auch, dass sie gegen die Opalgek hier kämpfen. Trotzdem möchte ich, und das habt ihr auch vorgeschlagen in den Beschlüssen, einmal den galaktischen Fokus auf die Ungebetenen ändern. Und dort den Fokus wirklich auf die Leute bringen, gucken, ob das funktioniert und ob das reicht. Das wäre mir tatsächlich wichtig. Gut, dann möchte ich mit euch gemeinsam jetzt einmal noch die Sternbasen durchgehen. Nein, Quatsch, die Sternbasen machen wir ein anderes Mal. Ich wollte tatsächlich jetzt mit den Mineralien im Citonis-Mahlstromsystem den Materiedekompressor einmal zack updaten. Das sind 3200 Tage und dann bekommen wir hier noch mehr Mineralien. Das müssten bei der nächsten Stufe, glaube ich, 500 mehr sein. Dann sind wir hier, was Bedrohungsflotten angeht, auf jeden Fall in einer sehr guten Position. Okay, wir bringen unsere Flotte einmal bitte hier vorne in Position. Das können wir schon mal machen. Und wir springen dann beide gemeinsam hier in dieses System nach Spicer. Unsere Schiffe sind hier unterwegs. Wir bringen euch hier in Position und dann springen wir von hier aus gemeinsam nach Spicer. Wir haben mit der vorgehaltenen Hand erfahren, dass es innerhalb vom Shinnok-Konzern zu bedeutenden Veränderungen kommt. Es scheint so, als würden sie nun voll auf Kybernetik setzen. Bei ihnen ist es jetzt für alle Bürger verpflichtend, im Zuge eines chirurgischen Eingriffes grundlegende kybernetische und neurale Implantate eingesetzt zu bekommen. Heidwitzka. So, die Schlachten gucken wir uns mal nicht an. Das sind die in diesem System. Das ist nicht ganz so spannend. Und sobald wir das Geld haben, werden wir erstmal die beiden Titanen nachbauen, die vermutlich aus irgendwelchen Gründen nicht unterwegs nach Nerdica sind. Moment, wer ist jetzt gestorben? Und da stimmen wir mit Ja. Und dann werden wir die Titanen ausrüsten, aber da haben wir noch genug Zeit für. So. Nikola Titov von der Enterprise. Oh. Okay, das ist ärgerlich. Dann kriegt er natürlich einen neuen. Archäologe macht keinen Sinn. Forschungs... Ja, guck. Ihn können wir, denke ich mal, langfristig benutzen. Okay. Das sind auch die normalen Kämpfe. Alles klar. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt Spicer zurückholen für unser Imperium. Das machen wir gleich. Er geht bitte nach da. Die Waffe auf den Kopf des Universums. Führende Wissenschaftler aus allen erdenklichen Bereichen haben ihre Vorschläge für eine Waffe der Kategorie Planetenzerstörer, die auf unser erstes Kolossusschiff montiert werden soll, endlich fertiggestellt. Wir können jetzt einen Vorschlag davon auswählen, was wir oder machen wollen. Einmal der Weltenbrecher, eine zielgerichtete Zufuhr von thermischer Energie überhitzt die Atmosphäre und bringt den Kern in Aufruhr, was katastrophale tektonische Ereignisse auslöst. Schließlich wird ein vergleichsweise winziger Strahl auf den Planeten geschossen, der ihn aufbricht. Ein Neutronenbogen. Ein beschleunigter Neutronenstab bemalt die Planetenoberfläche und schädigt dabei die meisten Materialien, wobei biologisches Gewebe direkt vernichtet wird. Nein. Wir wollen das Ding natürlich ganz vernichten. Wir wollen hier keine Gefangenen machen. Wir nehmen den Weltenbrecher. Ah, guckt mal. Da kommt die Raxa-Flotte, die Mipsi-Armada. Die haben immer so niedliche Namen, die Mipsi-Armada. So, wer kommt hier? Das sind weitere Anbindenflotten, ja. Ein Durchbruch, dauert der Erlasse plus 10, sehr gut. Anführer Leistungsverbesserung. Na, nein, ich weiß nicht. Wir können... Ich bin halt echt unschlüssig, ob wir die Sklaveneffizienz machen sollen nach wie vor. Ne, wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Befehlslimit pro Flotte. Wir gehen mal auf die Nahrung. Dann könnten wir das vielleicht, das Minus hier ein bisschen ausgleichen. Okay. So, da kommt es gleich zur Schlacht. In ein paar Tagen springen unsere Flotten da rein.
Wir warten hier, das bringt uns auch die Möglichkeit, dass unsere Schiffe sich ein bisschen reparieren können. Das ist gut. Wir haben die Forschung von Schildschwingungen abgeschlossen. Sehr gut. Ich denke, wir machen nochmal die Energie-Credits. Dass wir da nicht durch irgendwelche Sachen wieder absacken. So, er springt tatsächlich hier hoch. Ja, das soll uns recht sein. Das ist mir egal. Okay. Kein Interesse. In 12 Monaten ist der Einfluss vorbei. Moment, wie bitte? Wie lange dauert die Integration? 9 Monate. Ja, passt. So, und bitte einmal... Jetzt müssen wir das mal richtig timen. Also, er muss dahin springen. Das dauert 42 Tage. Die in... Oh, das dauert auch ganz schön lange. Dann bringen wir euch schon mal in Position. So. Die sind in Position. Jetzt müssen wir mal gucken, wie lange dauert es bei ihm noch. 28 Tage. Und die brauchen, sagen mal, 19 bis 20. Also, bei 20 gehen wir auf Pause. 21. Dann geben wir ihnen auch den Befehl. 18, 19. Und dort sind wir auch bei ungefähr 19 jetzt. Alles klar. 19, 17, 18. Das sieht ganz gut aus. Und dann springen wir gemeinsam ins Spicer-System und werden uns hoffentlich um die Flottin hier kümmern. Wenn wir denn die Pause wegmachen. Construction complete. Da kommen wir. Ah, das ist natürlich jetzt doof. Die Flotte hier unten ist zuerst reingesprungen. Ja, klar. Okay, starke Verluste für die 4. imperiale Flotte. Aber wir haben es geschafft. Admiral William Hoffman hat die Party gerockt. Sehr gut. Station reports enemy contact. 25 Schiffe verloren. Wahnsinn. So, sehr schön. Und dann springen wir mit den Flotten einmal zurück nach Nerdica. Müssen wir so und so hier oben lang und werden uns der Aufrüstung mal annehmen. Das ist nämlich jetzt auch wichtig. Da haben wir auch eine Menge zu tun mit. Und dann müssen wir uns natürlich auch noch um die hier kümmern. Was ich übrigens auch noch vergessen habe, ich wollte gerne Spaceport lost to enemy action. Ihn nach Kipulan schicken. Hier möchte ich langfristig ein Sterntor bauen. Und er wird nach Atyr springen. Das hattet ihr auch noch in die Kommentare geschrieben. Danke dafür, dass wir das SRO unten noch abbauen müssen. Okay, so, was ist da jetzt schon wieder los? Och Leute, ernsthaft, ihr habt das eine System hier übrig gelassen und die hier? Nein, haben sie nicht. Unsere Verbündeten sind unterwegs. Alles klar. Okay, gut. Da möchte ich noch eine weitere Sache machen. Nämlich, ich möchte gerne anfangen, dass wir uns um diese Planeten kümmern. Und ich würde tatsächlich nochmal der Automatik eine Chance geben. Und alle Planeten, die wir automatisch regeln, das machen wir dort, wir setzen sie einfach rein, werden wir mit einem kleinen A kennzeichnen. Und das möchte ich tatsächlich mit all diesen Planeten machen. Spicer, wie Makal, das werden wir mit all den neuen machen hier. Das können wir eigentlich auch mal in den Planeten gucken, dass wir... wir haben 4 Planeten, die sich wie nennen. Das müssten die ganzen 9 hier sein. Und die 9 Planeten werden wir alle automatisieren. So. Mache ich da auch ein A vor. Und ich hoffe, es soll ja wirklich besser geworden sein. Und ich hoffe, dass es auch so ist. Und ich möchte tatsächlich jetzt so langsam mir das Planetenmanagement abnehmen lassen, weil das doch echt arg viel wird mittlerweile, auch als Vorbereitung. Und dann gucken wir mal, wie gut die KI mittlerweile die Planeten managt. Okay, so, das sind die Sachen. Ja, das müsste passen. Wir können auch noch einen weiteren Sektor gründen. Das können wir tatsächlich von einem der Wie-Planeten hier machen. Wie Oram
Das können wir uns direkt mal angucken. Aber erstmal müssen wir für die Planeten hier... das war es nicht. Genau, wir müssen einmal ins geteilte Lager ein paar Ressourcen transferieren. Wir machen mal ja, 6.000 davon. 6.000 davon. Und dann hat er erstmal genug zum Bauen. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob hier ein Planet ist. Nee. Orkverdidi-System ist auch nichts. Wujoinum, wo sind die denn alle? Ist denn Vioram? Im Charma-System. Wo ist er? Ach, die sind alle da. Ah, okay. Ja, dann machen wir von hier aus einen neuen Sektor. So, da holen wir uns jetzt einen Gouverneur. Dann haben wir hier unten einen Sektor. Diop Prime hat auch noch keinen Sektor. Da können wir tatsächlich auch einen gründen. Zack. Da können wir dann auch einen Gouverneur hinschicken. Advatir hat auch keinen Sektor. Advatir Prime. Ja. Da können wir die Sachen upgraden. Das kostet uns ein bisschen Gas. Haben wir das? Haben wir... Ja, können wir mal sicherheitshalber machen. Dann schicken wir da mal ein paar drauf. Obwohl, wir haben ja noch keine Probleme. Dann passt es erstmal. Dann machen wir nur die beiden Updates. Obwohl, das kostet natürlich auch... Ah, das ist natürlich alles ärgerlich. Das kostet auch alles Gas. Nee, dann lassen wir... Nee, komm, das lassen wir. Das macht keinen Sinn. Wenn wir keine Probleme haben, macht das keinen Sinn. So, auf jeden Fall gründen wir hier auch einen Sektor. So, dann haben wir den Sektor. Hier gibt es nichts. Dann haben wir den Sektor. Hier gibt es keine Planeten. Hier gibt es einen Sektor. Das passt. Okay. Dann können Sie das automatisch machen. The Preserve. Den Planeten... wir machen das bei den ganzen neuen jetzt. Die soll er dann automatisch regeln. Ich möchte zwar gerne hier so ein bisschen meine... Wir machen ein Bollwerk. Wir machen... Wir machen zwei Bollwerke. Das ist für unsere Flotten wichtig. Dann machen wir auf jeden Fall... Wo haben wir es denn? Eine Polizeiwache und Roboter-Montageanlagen machen wir auch. Dann sind wir bei den Gebäuden schon durch. Distrikte gibt es noch einen davon. Dann würde ich sagen, machen wir zwei Generator- und zwei Mineraliendistrikte. Und den Rest kann er dann tatsächlich automatisch regeln. Okay. Gut, dann haben wir das. Die ganzen Spicer-Planeten, die machen wir jetzt auch alle automatisiert. Da kümmern wir uns nicht drum. Und in Spicer gibt es auch keinen Sektor. Die gehören echt zu keinem Sektor da oben. Dann machen wir da auch noch einen. Okay. So, dann haben wir Saib Prime. Die sind relativ weit weg, ne? Das sind die da oben. Da haben wir auch noch keinen Sektor. Oh Leute, das gibt's doch nicht. Okay. Da machen wir noch einen Sektor. Dann haben wir den hier drin. Der wäre Henisui. Tiflim ist auch ein neuer Planet. Den möchte ich gerne... Das ist The Preserve. Okay, das passt. Gut, haben wir das. Jetzt kümmern wir uns um die Sektoren. Und das ist immer tatsächlich eine wichtige Sache, denn Sektoren sind gut, gerade wenn es darum geht, dass man bestimmte Sachen boostet. Und jetzt müssen wir mal gucken, was die halt gut können. Der Spicer-Sektor würde sich also, ganz davon abgesehen, dass wir den mal umbenennen. Ja, Name gefällt mir nicht. Also, Diop würde sich anbieten als Forschungssektor. Gucken wir mal. Nahrung. Blocker entfernen Lebensdauer. Okay, also wir haben jemanden für Nahrung. Jetzt gucken wir in den Sektoren mal, ob einer hier besonders viel Nahrung produziert. Diop. Ja, dann können wir ihn auch für die Nahrung nehmen. Stellen wir ihn bitte ein. Dann haben wir da jemanden. So, wie Makal. Da gucken wir mal, wenn wir jetzt haben. Lebensdauer der Anführer, Blocker entfernen. Ja, komm, dann nehmen wir Blocker entfernen und dann ist gut.
Hier hätten wir quasi nichts auf Advertier Prime. Das ist dann also quasi egal. Forschung. Oh, jetzt haben wir einen Forscher. Dann nehmen wir hier Lebensdauer erhöht für sie. Das ist auch ganz gut. Und jetzt könnten wir gucken, dass wir den Forscher nach Spicer schicken. Da oben, ja. Einmal rekrutieren, bitte. Das bringt uns wieder ein bisschen Bonus. Und dann haben wir noch Saib Prime. Hier müssen wir mal gucken, was wir haben. Hier produzieren wir sehr viel Konsumgüter und auch ein bisschen Forschung. Jetzt haben wir Nahrung und Blocker entfernen. Nahrung haben wir da nicht, dann nehmen wir hier Blocker entfernen. Okay, sehr gut. Dann haben wir das Thema auch. Die neuen Planeten sind gemanagt. Niedrige Stabilität. Ja. Weil die uns wahrscheinlich hassen wie die Pest. Kann ich mir gut vorstellen. Und weil sie verwüstet sind natürlich. Eieieiei. Okay. Ja, da hätte ich auch. Da hätte ich auch eine niedrige Stabilität. So, Spicer, wir gucken trotzdem, ob wir da irgendwas machen können. Wir bauen hier bitte. Erfordert planetaren Außenposten. Wir können aber eine Polizeiwache bauen und ein Bollwerk. Das ist immer gut. Okay. Dann gucken wir uns die anderen nochmal an, ob wir da irgendwas machen können. Können wir in den Entscheidungen irgendwas machen? Hm. Auch nicht so wirklich, ne? Nee. Nee, das kostet alles Einfluss, das haben wir nicht. Dann lassen wir die Planeten so, wie sie sind. So, der Bau im Cybank-System wurde abgeschlossen. Das ist sehr gut. Das bringt uns näher zusammen mit jedem Sternturm. Wunderbar. Wir haben tatsächlich jetzt extrem viel geschafft. Gerade das Thema Sektoren war mir schon lange ein Dorn im Auge. Das wollte ich mit euch schon immer gemeinsam mal regeln. Aber jetzt sprengen wir erstmal mit den gesamten Flotten zurück ins Heimatsystem, zurück nach Hause, wenn man so sagen darf. Und die Kunlun steht da auch noch rum. Ja, die bleibt da mal stehen. Die haben wir da eigentlich ganz gut positioniert. Okay, jetzt sind wir alle angekommen und dann würde ich sagen, alle Flotten werden sich erstmal reparieren, insofern möglich. Ja, das machen wir. So, dann gucken wir das mal durch. Die erste imperiale Flotte muss erstmal für 4600... Wow. Okay, die 4600 haben wir tatsächlich gerade noch nicht. Wir können aber die vierte imperiale Flotte für 13.000 verstärken. Die zweite imperiale Flotte. Dann rüsten wir lieber erstmal die erste aus, wenn wir die 4600 hier haben. Wir können die dritte imperiale Flotte für 10.300. Das haben wir. Einmal verstärken, bitte. Die Titanen mit 2900 brauchen noch ein bisschen. Und jetzt werden wir erstmal die erste imperiale Flotte verbessern. Haben wir noch 190 dunkle Materie? Haben wir. Sehr gut. So, Gründerspezies. Kaiserin Anastasia Romanov hat eine neue Stufe erreicht. Wunderbar. Reparaturen abgeschlossen. Sehr gut. Und wir sollten tatsächlich gleich mit der Integration fertig sein, hoffe ich. Oh mein Leute, das ist aber eine Punktlandung, ne? Das Empire of Iblip Station. Da müssen wir dann uns auch gleich noch drum kümmern. 4-7 und bitte einmal aufrüsten. So. Okay, na, das sieht doch ganz gut aus. Und jetzt haben wir tatsächlich... Oh Leute, ist das geil. Oh, 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 stopp, stopp, stopp. Ich komme gar nicht mehr in die Pause. Moment, also jetzt müssen... Eieieiei. Jetzt haben wir natürlich auch eine Menge Flotten dazu bekommen. Puh. Wir haben die Kontrolle über Brother, welches vorher zum Empire gehörte, erhalten, da wir die Sternbasis kontrollieren. Wir haben die Kontrolle über... Ja. Oh mein Gott. Der Untertan wurde erfolgreich integriert. Gerüchte über mögliche Verbindung zum organisierten Verbrechen hört man nun bereits seit einiger Zeit über Governor Edgar Knight. Der Governor hat diese Behauptung zurückgewiesen. Tja. So, jetzt ist aber... Eieieiei. Jetzt haben wir aber auch Sternbasen bekommen. 39?
von 27. Okay. Herabstufen. Jetzt müssen wir erstmal Rimlock, also die ganzen 9, die mal gleich weg. Das ist in dem Fall tatsächlich auch, wenn die so klein sind, dann macht das auch überhaupt keinen Sinn. Also, die ganzen 9 weg. Unabin weg. Du weg. Lassen wir mal einen Tag weiterlaufen. 5 müssen wir noch. 1. 2. 3. 4. Und 5. So. Jetzt sind wir bei der Reichsausbreitung bei 1300. Das bringt uns unglaubliche. Wie viel haben wir? 118% Technologiekosten. Untertanenintegration abgeschlossen. Oh Mann, Leute, jetzt haben wir aber auch eine Menge zu tun. Madif war ist auch. Gut, das werden wir, die werden wir alle automatisieren. Aber jetzt sollte sich das Thema eigentlich auch im nächsten Monat. Die minus 5 sollten auch im nächsten Monat wegfallen. Oh Mann, jetzt haben wir auf jeden Fall gut zu tun. So, wir haben jetzt unglaublich viele neue Schiffswerften bekommen. Deswegen habe ich die extra alle so gelassen. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Also, wir sind jetzt hier oben. Hier haben wir ein die Möglichkeit auch wieder. Moment, bitte einen Sektor zu machen. Okay, haben wir. Dann gucken wir mal diese ganzen Planeten an. Jetzt machen wir die Schiffswerften zu und machen jetzt alles nacheinander. Also, wir fangen bei den Planeten an und ich bin mir sicher, dass das auch die nächste Folge noch dauern wird, dass wir das alles durchgehen. Das möchte ich jetzt nämlich tatsächlich mit euch gemeinsam machen. Die ganzen Sachen gemeinsam durchgehen. Wir fangen erstmal hier oben an. Bonus. Das Bonussystem hat Dick War. Auch das bekommt bitte einmal die Automatisierung. Jawohl. Dann haben wir Lando. Was haben wir denn da? Mineralien hochwertiger Qualität, atmosphärische Halluzination. Oh Leute, da will ich Urlaub machen. Ach, wie herrlich. Okay, da machen wir auch bitte einmal die Automatisierung an. Sehr gut. Und dann sind wir in Grog-Morra-System. Da gibt es ihn hier. Ihn werden wir bitte auch automatisieren. So. In Gargantua gibt es, glaube ich, nur die Infinity-Maschine. Ja, sehr gut. Dann haben wir das erledigt. Dann möchte ich tatsächlich hier demnächst eine Sternbasis bauen, aber das muss alles warten. Also, die haben wir. Jetzt kümmern wir uns um die Planeten hier. Das heißt, auch ihr werdet bitte automatisiert. Ganz davon abgesehen, dass die KI hier wirklich gar nichts gebaut hat. Da will ich jetzt tatsächlich mal eine Polizeiwache in Auftrag geben. Und schon mal da Leute hinpacken, wenn es denn überhaupt welche gäbe. Habe ich Automatisierung angemacht? Ja. Gut. Nächstes, Dojack. Einmal bitte automatisieren. So, haben wir hier auch die Möglichkeit, Leute da reinzupacken? Nein, natürlich nicht. So. Dann Nugan. Da haben wir sowas auch nicht. Also hier gibt es auch wirklich keine Leute, ne? Das ist ja der Hammer. Ach, hier gibt es Wellen. Okay. Haben wir die irgendwie versklavt? Da müssen wir gleich mal gucken. Ich meine, die Sklavenrichtlinien hatten wir durch die Raxa alle zurückgezogen. Die könnte man jetzt natürlich wieder einführen. Aber durch die Integration der ganzen Untertanen bin ich mir da nicht sicher. So. Also da auch nochmal bitte. Und in Byte bitte auch. So, gut, haben wir das Thema. Also, hier oben sind wir durch.
Hier hatten wir nicht allzu viel. Geront gehörte uns schon. Hier hinten gibt es keine Planeten. Dann gibt es Unabin hier hinten. Da gibt es Dick Wart. Okay, hier können wir auch das Ganze automatisieren. Passt. Gut, dann gibt es unsere ehemalige Kriegsbeute. Rotür hat man noch. Und Etiuk. Etiuk 3, die Kriegsbeute. Ja, hier gibt es radikalisierte Sklaven. Hier würde ich tatsächlich direkt mal eine Polizeiwache bauen. Und hier gibt es sogar eine. Dann packen wir da mal ein bisschen was drauf. Und das bringt tatsächlich gar nichts. Hier gibt es einfach zu viele. Ja, da müssen wir echt ein bisschen was machen. Aus den Zweigstellen, die kommen immer noch von den Klickstack. Naja, okay, gut. Auf ihn werden wir automatisieren. So. Und dann hätten wir Rotüre und Haban. Haban hat noch keinen eigenen Sektor. Der kriegt jetzt auch keinen. Das ist ein Grenzsektor. Passt. Auch Haban wird bitte automatisiert. Dann haben wir Iolam. Das ist das Heimatsystem von denen. Und da will ich tatsächlich mal reinspringen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir das wirklich automatisieren. Und wir haben eine mega Kunsteinrichtung. Sehr cool. So, jetzt müssen wir uns erstmal Brother, Mother und Cradle angucken. Also, Mother hat übrigens die Möglichkeit... Wow. Diese Singularitäten sind unheimlich mächtig. Vor allen Dingen auch produziert hier megamäßig, wie bitte? Wir sind bei 500 Konsumgüter im Plus? Das ist ja der Hammer. Könnt ihr noch einen Bergbaudistrikt bauen? Die Bevölkerung arbeitet aber nicht daran, dass sich die Reichsausbreitung verbessert. Das ist natürlich jetzt gerade ein echtes Problem, die Reichsausbreitung. Aber wir gucken mal bei Brother rein. Forschung hat sich auch nicht wirklich verbessert. Dann packen wir da bei der Reichsausbreitung jemanden rein. So. Er produziert hier echt Konsumgüter. Nee, komm, also... Wir ersetzen das Ding, Konsumgüter haben wir nun wirklich mehr als genug. Wir ersetzen das Ding durch Verwaltungsbüros und werden ihn hier auch aufrüsten. So, er produziert 102, das ist ja der Wahnsinn. Dimensionsverarbeiter, Autoschmiede produziert ebenfalls mehr Legierungen. Ja, das ist gut. Zeitrevitalisierungszentrum ist auch sehr schön. Und er produziert mehr Legierungen für uns. Sehr gut. Also auch Brother produziert. Ebenfalls Legierungen. Dann werden wir das wieder ersetzen. Wenn wir nicht. Warum? Gut, dann machen wir es halt nicht. die Dinger will ich halt nicht ersetzen, aber die. Wir reißen das Ding mal ab. Und dann bauen wir dahin halt. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir? Bitte einmal. Verwaltungsbüros. So, okay. Ja, das sieht doch schon mal halbwegs gut aus. Dann würde ich tatsächlich mal in Tiflim auf The Preserve. Da sind wir schon durch. Haben wir denn einen schönen Planet, wo viele Leute drauf wohnen? Etiuk. Das finde ich eigentlich auch rein rollenspielerisch gar nicht so schlecht, aber da haben wir Probleme. Unabin ist weit weg. Ich suche einen Planet mit viel Platz und vielen Leuten. 20. Ja, aber die haben noch keine... Wir warten erst mal ein paar Monate. Okay, gut. Meine Herren, in der nächsten Folge kümmern wir uns, das haben wir alles gemacht, kümmern wir uns um die Militärflotten und Zivilschiffe. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.